So, wir sind immer noch in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Dort ist der Heidberg bei Kleinmöhringen, bei Stendal. Und zwischen Steinfeld und Querstedt sind wir auf einem Waldweg bis zur Rassau gefahren. Das ist die Rassau. Das sind noch Steinreste einer ehemaligen Kapelle, die hier mitten in einem künstlich geschaffenen Rondell mit einem Durchmesser von 12, 15 Metern sich befindet. Tom umrundet sie gerade 7-mal links rum im buddhistischen Sinne. Den Ort da hinten kann ich nicht zuordnen, aber das ist Querstedt. Der könnte das da Üngling sein, aber ich bin nicht so sattelfest, deshalb nicht unbedingt glauben. Die Rassau. Wenigstens haben wir die Ruinen gefunden, wenn wir schon nicht die Großsteingräber ausfindig machen konnten, jedenfalls nicht so richtig. Weißt du ungefähr, wie alt die ist? Leider ist uns das Alter nicht bekannt, aber es ist eine Mauer zu sehen mit einer Länge. Oh, Hilfe. Mit einer, oh meine Güte, ich stehe hier etwas wackelig. Mit einer Länge von 8 Metern ist noch erhalten. Oh. Naja, das war glaube ich schon der beste Einblick. Oh. Tut mir leid, sehr verwackelt. Aha, hier endet die Mauer. Ich werde mich mal durchschlagen. Ah ja, ringsherum liegen einige größere Steine. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich hier von den Zecken befallen zu lassen. So, und diese Mauer hat noch eine Breite von 80 cm. Cool.